müssen die Quellen ausschalten. Schnell!
Wenn es leuchtet! Oika. Du willst also kein Lieblingsgedicht auswählen. Wie untypisch unentschlossen für dich. Ich habe schon ein Lieblingsgedicht. Aus meiner Heimat. Je mehr man wegnimmt. Dieser blaue Trottel darf mich nicht schlagen. Wenn du dich so aufregst, hat er das schon.
diese große Tür von vorhin? Für die Tür braucht man zwei Schlüssel. Ja, stimmt. Suchen wir weiter. Noch ein Berserker-Grabstein. Yeah.
Zeichen. Jadi und Saumer waren wohl auch hier. Hier ist eine weitere Zutat. Mimir, erzähl mir mehr über Jadi. Er verließ also seine Familie und zog auf der Suche nach etwas nicht Benennbarem durch die Welt. Doch auf all seinen wundersamen Reisen stellte ihn nichts zufrieden. Bis er einen anderen Reisenden auf einer ähnlichen Suche traf. Nicht benennbar. Sein Name war Sommer. Finden wir die letzte Zutat. Vielleicht eine Morgenblüte. Noch ein schlafender Troll, den Zwergen sei Dank. Zweite Schlüssel. Sieht so aus. Die letzte geheimnisvolle Tür ist ja schon eine Weile her. Und aufgeregt. Hm. Typisch. Mimir, nochmal zur tollen Ziff, die Magni und Mordi großgezogen haben. Du sagtest, sie hätten das brutal getan. Was meinst du damit? Oh, kleiner Bruder. Ich weiß, deine Kindheit war nicht mein. Aber du ahnst nicht, wie viel schlimmer es sein kann. Es reicht erstmal. Aufpassen. Vater? Hinten ist irgendwas Wütendes. Oh, ist das ein Drache? Nach Gelten! Come on.
Vater, hier hinten ist irgendwas Wütendes. Oh, ist das ein Drache? Er kommt runter! Runter!
Ich weiß es genauso wenig wie du, einen Drachen einzusperren. Ich weiß nicht, bin ich beeindruckt oder entsetzt. Was auch immer. Es ist vorbei. Brocks Rätsel ist die Antwort vielleicht nichts. Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Nichts. Nein, ich glaube nicht. Ich mag keine Rätsel.